Oh yeah, Elektroschrott. Jo, Kinder. Der gute Onkel hat schon seit ein paar Tagen nicht mehr mit euch geredet. Und deswegen möchte ich einfach mal über Zeugs, das ich hier so auf dem Tisch habe, erzählen. Damit ihr auch total auf dem Laufenden bleibt, was so geht. Ja, fangen wir erstmal mit den wichtigen Sachen an. Rappen Weihnachtsgold. Mal einen Teardown machen, ne? Schmeckt nicht unerwartet nach Bier. Ja, macht auch Rülpsen. Also, was habe ich in letzter Zeit gemacht? Ja, sagen ich fange mal mit den lustigen Sachen an, also mit dem Elektroquatsch. Ihr kennt ja schon diese Sensormodule für den Red Buddy. Hoffe ich. Also ihr habt die ganze Zeit die Folge geguckt. Und jetzt gibt es zusätzlich auch noch diese Lichtmodule. So sehen die aus. Da sind 8 weiße LEDs drauf. Ein Widerstandsnetzwerk mit 8x220 Ohm Widerstand gefubar. Und davon habe ich 2. Eines ist hier. Und das andere ist hier am Teil da, Breadboard. Wenn ich das Kabel finde, Kabulation, kann ich auch mal zeigen, was es damit auf sich hat. Ich mache mal Rackbuddy-Licht. Tada! Wir haben hier dieses Lichtmodul. Und wenn ich diese Kiste mit der treffenden Aufschrift-Magnete da hier entferne, dann wird das ganz doll hell. Liegt daran, weil hier so ein Read-Switch dran ist. Das ist gewissermaßen die Vorbereitung dafür, dass dieses ganze Rackbuddy-Gedönse ja irgendwann mal, sagt der Name schon, ins Rack soll. Da geht dann die Tür auf, wenn man so aufmacht. Und dann geht das Licht an, wenn die Tür aufgeht. Das ist völlig dufte. Oh. Speicherkapazität ist alle und... nein, Batterie. Ich muss mal kurz das Netzteil holen. So, jetzt hat es wieder Strom. Weil der einzige in der Nähe verfügbare Stecker, der an meinem Trenntrafo war, wird diese Kamera jetzt mit supergeil getrenntem Strom betrieben. Auch nicht schlecht, oder? Wo waren wir? Geraffel, Licht, Kram. Und was ich auch noch gemacht habe, dafür mache ich hier mal erstmal den Strom ab, weil das ist alles noch nicht betriebssicher. Ich habe gesägt. Das. Ich hatte die brillante Idee, diese Rackblende mit meiner Dekupiersäge auszusägen. Naja. Seitdem weiß ich, man kann alles mögliche mit einer Dekupiersäge machen, aber nicht 1,5 mm dickes Stahlblech sägen. Das geht scheiße, zumindest mit dem kleinen Teil, das ich habe. Zum Glück habe ich auch noch einen Dremel und Trennschaben. Ja, damit ging es jedenfalls. Und da soll dann gelegentlich mal das hier rein. Deswegen habe ich hier am Displaymodul diese Abstandsbolzen, Distanzbolzen dran gemacht, damit das dann da mal reinkommt. Super, ne? Man sieht es hier schon. Ich habe natürlich das total versäbelt und diesen Scheißschlitz viel zu breit gemacht. Ja, Handwerker bin ich halt noch schlechter als in Elektronik. Was auch vor allem dazu jetzt zusammenkommt, ich habe hier diese blöden Teile auch viel zu nah an die Displaydinger gemacht. Will heißen, ich muss das so machen, dass das Ganze hier rüber ist, dann habe ich hier drüben einen riesen Spalt und ich darf mir was einfallen lassen, wie ich damit umgehe, aber dazu fällt mir schon was ein. Befestigung von dem Zeug wäre natürlich denkbar, hier Löcher reinzubohren und damit Schrauben, aber das ist blöd, meine ich, weil dann sieht man nach vorne die Schrauben. Stattdessen kaufte ich 2 Komponentenkleber. Flüssigmetall, Epoxy, super. War Reichelt gekauft. Ja, was fehlt denen, was Amazon hat? Die Empfehlungsfunktion. Bei Amazon hätte dabei gestanden, Kunden, die das gekauft haben, haben sich auch Mischthöhlen gekauft. Stand bei Reichelt nicht dabei. Ich habe sowas noch nie benutzt, weil soll ich wissen, dass ich Mischthöhlen brauche. Folglich, ja, sind bei Amazon bestellt, kommen irgendwann die Tage, was weiß ich. Ich kann jedenfalls jetzt noch nicht mit dem Epoxidharz matschen. Ich glaube, meine Frau freut jeder Tag, den ich kein Epoxidharz in unserer Wohnung verarbeite. Vernünftig. Ja, was haben wir noch? Ich hätte das Bier zum Epoxidharz vermatschen. Mundstäbchen. Ah ja, genau. Was ich auch sagen wollte.
Ich habe jetzt eine Weile mit den Wellerkolben gearbeitet. Und das ist ein total dufte Ding. Also hat wirklich Spaß gemacht damit, das Display-Modul vom RedBuddy zusammen zu tüfteln. Das war echt klasse. Es gab eine Sache, die hat mich ein bisschen verwirrt. Weil das hier ist der Ständer, den man mitgeliefert bekommt bei dem Ding. Und das hier sind die Spitzen, die da dazugehören. Also Serie XT heißen die bei Weller. Hier unten am Ständer gibt es zwei Größen von Löchern. Und die kleinen sind zu klein. Und die großen sind zu groß. Blöd. Braucht keiner. Jetzt habe ich mich gefragt, was das ist. Und dann habe ich beim Weller Kundensupport meine Mail abgeschossen. Und habe die gefragt, was der Käse soll. Ob ich da das falsche Teil bekommen habe oder was. Und dann haben die gesagt, nee, ist das richtige Teil. Aber falsch benutzt. Hm, haben wir da Fehler. Es ist nämlich so, dass wenn man hier bei diesem Lötkolben die Spitze austauschen will, da muss man hier dieses Ding da oben, dieses Plastikding, das muss man hier abmachen. Ja. Und dann ist da die Hülse drin. Das ist die sogenannte Spitzenhülse und das hier sind die Spitzen. Die sind da halt so drin. Ja. Stecken dann hier auf dem Teil vom Kolben. Und der Witz ist hier, dass man die Dinger zusammen mit den Hülsen da reintun kann. Das ist total cool, weil das hier kann man nämlich so rauspopeln, auch wenn es heiß ist. Und kann es heiß hier reinstellen. Und wenn man mehrere von den Dingern hat, kann man das auch auf den heißen Lötkolben ohne Probleme drauf machen. Verbrennt sich dabei nicht die Flossen und kann gleich weiterarbeiten. Eigentlich ziemlich pfiffig, nur ein bisschen blöd, dass es nicht in der Anleitung steht. Und dass die Hülsen nicht gerade billig sind, ist auch doof, aber nun gut, irgendwas ist halt immer. Ne? Ist dafür halt auch eine Welle und nicht irgendeine 0815, schlag mich tot. Jetzt haben wir aber wirklich alles mal durch, hier was auf dem Tisch rumliegt. Ja. Das war mein kurzes Update für die Woche. Viel was anderes werde ich jetzt nächstes halt auch nicht mehr machen, außer dass ich in Eagle am Schaltplan für mein Mainboard rumfrickle. Aber Eagle-Gefrickel ist ja für euch nicht so interessant, deswegen. Habe ich schon erzählt, dass ich mir Eagle kaufen werde? Werde ich, wenn ich das Geld dafür zusammen habe. Außer wenn Cutsoft mir eins schenkt. Machen sie bestimmt nicht, aber ich sag's einfach mal so, Dinge, die ich in meinen Videos gesagt habe. Ich habe schon die komischsten Wirkungen gehabt, was Geschenke angeht. In dem Sinne, ich bleib beim Bier und ihr bleibt weg und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüssing.